werde unsere Ehe nicht kampflos aufgeben. Bevor ich mit dir gemeinsam einsam bin, versuche ich es lieber wieder allein. Vielleicht könnten wir nach dem Casting zusammen was trinken gehen und du zeigst mir deine Fotos. Kannst du bei dir auch ihr T-Shirt runterrutschen lassen? Wovon redest du? Davon, dass Alice anscheinend auch auf Frauen steht. Du bist wunderschön, mach dich nie verrückt. Außerdem mag ich Frauen, die wie Frauen aussehen. Die wäre doch am liebsten direkt an die Wäsche gegangen. Und offensichtlich macht dich das auch noch geil, dass sie auf dich steht. Herr Mosch, was denken Sie, dass ich Ihnen Sex anbiete als Gegenleistung? Dann kommen wir nicht ins Geschäft. Ein Mann mehr oder weniger in deinem Bett. Was macht das noch für einen Unterschied? Schlaf mit ihm. Okay, Sebastian. Guter Witz. Könnten wir jetzt vielleicht ernsthaft besprechen, wie wir Mosch erpressen? Tanja, das ist mein voller Ernst. Schlaf mit ihm. Rette die Firma, rette das gottverdammte Schloss. Das ist es doch, was dir so wichtig ist. Jetzt lass den Quatsch. Ja, du hast doch eben so große Reden geschwungen, dass wir jetzt zusammenhalten müssen. Okay, was soll das? Ist es, weil ich mit Emilio im Bett war? Richtig, Emilio. Hatte ich fast schon vergessen. Tut mir leid, bei dir komme ich ab und zu durcheinander. Ist so. Und das hast du auch nur gemacht, weil du die Firma retten wolltest. Halt, deinen Platz in dieser Firma. Unseren Platz. Ich hab's für uns getan. Nein. Das heißt, du wolltest mir einen Gefallen damit tun, dass du mit diesem südamerikanischen Straßenköter ins Bett gestiegen bist? So habe ich's nicht gemeint. Nein, nein, warte. Aber dann könntest du mir jetzt auch einen Gefallen tun, indem du mit Mosch ins Bett steigst. Hätte ich ehrlich gesagt mehr davon. Meinst du das ernst? An deiner Seite stumpft man irgendwann ab. Ist doch sonst nicht so zimperlich. Sag mal, könnte es sein, dass du schon ein bisschen zu viel Intus hast? Jetzt lenk doch nicht ab! Du stehst doch auf diese Alice. Was hast du gesagt? Sie hat so unglaubliche Augen. Und so tief. Was hast du denn bitte schön gesagt? Du würdest sie nicht von der Bettkante stoßen. Ja, das habe ich doch nur gesagt, weil ich... Was ist denn daran jetzt lustig? Was hättest du es geschafft? Was? Du wolltest mich eifersüchtig machen. Weil ich gesagt habe, echte Männer werden nicht eifersüchtig. Du wolltest mir eine Lektion erteilen. Ja, die hättest du wahrscheinlich auch verdient. Ich habe ganz andere Sachen zu tun. Ihr Frauen macht das sowas ständig, um eure Männer bei der Stange zu halten. Ah, und seit wann muss ich irgendwelche Tricks anwenden, um dich bei Stange zu halten? Eben. Also was soll das Theater? Ich muss jetzt auch los. Aber trotzdem sehr süß, dass du es probiert hast. Bis später. Hattet ihr gerade Stress? Ich habe keine Ahnung. Wie lange brauchen wir denn für die Visite? Ich nehme an, dein Gespräch mit Frank ist nicht so gut gelaufen. Du hast gewusst, dass er mich unter falschem Vorwand ins Präsidium gelockt hat, ja? Ja. So hätte er sich schenken können. Charlie, ich weiß, dass er Elisabeth geküsst und dich belogen hat. Aber er versucht alles, das wieder gut zu machen. Er liebt dich wirklich. Ich liebe ihn doch auch, aber das löst nicht das Problem. Oh. Elisabeth will jetzt nicht mit dir sprechen. Irgendwann musst du wieder mit ihr sprechen. Aber nicht jetzt. Meine Tochter liegt im Koma. Ich bin demnächst pleite und meine Ehe ist am Ende. Langsam machst du mir wirklich Angst. Hallo? Elisabeth, hallo. Ja, wir sind im Krankenhaus. Nein, leider alles noch beim Alten. Entschuldigung, wie lange dauert die Visite denn noch? Tut mir leid, keine Ahnung. Ja, Charlie ist bei mir. Danke. Aha. Ja klar, richte ich hier aus. Ciao. Es geht um Surprise. Elisabeth hat eine Lösung gefunden, wie du doch nicht dein ganzes Vermögen verlierst. Ich brauch doch keine Almosen von Elisabeth. Es gibt keinen Grund, sich mit ihr zu treffen. Charlie, du könntest alles verlieren, sogar das Schneiders. Hör dir wenigstens an, was sie dir zu sagen hat.
Fällt es dir so schwer, deine Ex an Mosch auszuleihen? Und dir? Meine Beziehung zu Tanja war immer eher geschäftlicher Natur. Unsere Ehen eher ein unangenehmer Begleitumstand. Für wen jetzt genau? Ach, komm schon. Das ist schon so ein bisschen Beischlaf, um all das hier zu retten. Nichts. Jeder sollte das tun, was er am besten kann. Und wo Tanjas Qualitäten liegen, das wissen wir beide ja. Und wenn sie jetzt damit auch noch die Familie retten kann, dann bin ich doch der Letzte, der da was dagegen hat. Ich habe immer schon eine Schwäche für sie gehabt. Aber ich wusste nicht, dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Herr Mosch, was denken Sie, dass ich Ihnen Sex anbiete als Gegenleistung? Dann kommen wir nicht ins Geschäft. Wenn Mosch auf die Konventionalstrafe pocht, dann war's das für uns. Da muss man Zugeständnisse machen. Wie schön, dass du Rückgrat zeigst. Du hast wirklich gar kein Problem damit, dass eine Frau mit einem anderen ins Bett geht? Ist eine Sache der Gewohnheit. Ja. Wie man's nimmt. Hallo, Herr Mosch. Tanja von Lahnstein hier. Was ein Zufall. Ich habe gerade an Sie gedacht. Wie sieht es aus? Warum besprechen wir nicht alles weiter im Schneiders in 2 Stunden? Von mir aus gibt es zwar nichts zu besprechen, aber wenn Sie darauf bestehen, lassen Sie uns vorweg ein paar Austern knacken, bevor ich mich an Ihre harte Schale mache. Bis nachher. Ich freue mich. Du hast also einen Weg gefunden, mir mein Geld zurückzuzahlen? Zuerst einmal, wie geht es deiner Tochter? Unverändert. Sie liegt immer noch im Koma. Möchtest du dich nicht setzen? Erinnerst du dich noch, wie wir damals beschlossen haben, uns mit Surprisou selbstständig zu machen? Ja, wir wollten es der ganzen Welt noch mal zeigen. Stattdessen hast du was mit meinem Mann angefangen und mein Geld verzockt. Charlie, bitte, ich habe nichts mit deinem Mann angefangen. Ich möchte mit dir darüber nicht noch einmal sprechen. Ich bin nur gekommen wegen meines Geldes und dann bin ich auch wieder weg. In Ordnung. Ja, ich habe einen Weg gefunden, dir deinen Anteil auszuzahlen. Es interessiert mich nicht, wie du das machst. Es wäre mir nur wirklich wichtig, wenn ich es zurückbekommen kann. Wie du willst. Gräfin Lahnstein, grüße. Herr Mosch, was soll das? Was verschafft mir die Ehre, dass Sie mich so kurzfristig herbestellen? Ich bin heute ein wenig in Eile. Ich habe nur eine ganz, ganz spannende Verabredung. Ja, Herr Mosch, schön, dass Sie trotzdem Zeit gefunden haben. Bitte nehmen Sie doch Platz. Es geht um Surprisou. Gut, ich meine, zu diesem Thema ist alles gesagt. Wenn Sie die Diamantenkollektion nicht liefern können, dann müssen Sie zahlen, nicht? Elisabeth, was wolltest du sagen? Ja, abgesehen von den aktuellen Schwierigkeiten bei der neuen Kollektion, hat sich die Firma doch als gut etablierte Marke entwickelt, nicht wahr? Ja, die Kundschaft ist sehr interessiert. Leider sehen Frau Schneider und ich uns nicht mehr in der Lage, die Firma gemeinsam zu führen. Darum biete ich sie Ihnen zum Kauf an. Thank you.
Alice, seid ihr schon fertig mit den Extraaufnahmen? Ja, leider. Es war echt toll, für LCL zu arbeiten. Aber ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Ich kann dir leider noch nichts versprechen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, nein, du warst super. Es ist nur so, unsere Planung ist noch sehr offen und ich kann dir einfach noch keinen neuen Termin anbieten. Ach so, ja, kein Problem. Aber wir bleiben ja eh in Kontakt. Soll ich dir helfen? Ja. Ah, ja. Hat sich was verhackt. Lass doch nicht stören, Mädels. Wobei denn? Na, was auch immer. Wir sind ja hier ganz locker. Ach so, ich habe später noch ein Date mit Jean-Claude in der Dunkelkammer. Vielleicht habt ihr ja Lust, dazuzukommen. Alles klar mit Tim? Aus irgendeinem Grund bildet er sich ein, ich will ihn mit dir eifersüchtig machen. Mir? Echt? Ja. Aber er ist ja angeblich gar nicht eifersüchtig. Tut mir echt leid, dass ihr meinetwegen Stress habt. Ja, wir haben immer Stress, gehört bei uns irgendwie dazu. Männer können so anstrengend sein. Da sagst du was. Dankeschön. Bitteschön. Oh. Stolzer Preis. Für eine gut aufgestellte Firma. Noch, meine Damen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Sie vor knapp einem Jahr vor mir standen. Mit zwei Flaschen Rotwein unter dem Arm, voller Enthusiasmus. Haben Sie mich überredet, Ihre erste eigene Kollektion in den Markt zu bringen? Tja, wir alle wissen, Sie sind Sir Brissou. Sie sind die Marke. Also, warum sollte ich den Laden übernehmen, wenn Sie nicht mehr an Bord sind? Bitte klären Sie Ihre Streitigkeiten, egal was es ist. Es wäre schade um die Marke. So, meine Damen, einen schönen Tag, ne? Ich muss zu meiner Verabredung. Gar nicht, dass wir so viel wert sind. Auf dem Papier, Charlie. Mosch hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Unsere Freundschaft ist der wahre Wert der Firma. Unsere Freundschaft, die war nie etwas wert. Das weiß ich jetzt. Charlie, bitte lass uns noch mal reden. Wir werden einen anderen Käufer finden. Es gibt bestimmt noch mehr Interessenten. Und dann ist Sir Brissou Geschichte. Genau wie unsere Freundschaft. Ich dachte, du bist schon längst weg. Ich wollte noch was mit dir besprechen. Mir ist für nächsten Monat ein Job weggebrochen. Und ich überlege halt schon die ganze Zeit, was ich mit den freien Wochen anstellen soll. Und als wir letztens so über New York gesprochen haben, da habe ich echt Lust bekommen, da wieder hinzufliegen. Das klingt doch super. Vielleicht magst du ja mitkommen. Das ist wirklich sehr nett, dass du fragst, aber ich glaube, das wird nichts. Machst du nie Urlaub? Ja, leider viel zu wenig. Und nächsten Monat, das wird nicht klappen. Klar, war ja auch nur so eine Idee. Aber wir sehen uns auf jeden Fall zur New York-Ausstellung. Du hast ja meine Nummer. Ja, klar. Ich freue mich. Ich mich auch. Ich dachte, du willst das auch. Ich glaube wirklich, du hast da was missverstanden. Schade. So viel zu deinen Versprechungen. Ich dachte, es ist dir egal. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Du willst mich wirklich zum Mosch gehen lassen? Du hast keine Ahnung, was ich vorhabe. Erspar mir die Details. Jetzt mal nicht schwach werden. Dass dein Ex ein Trottel ist, wissen wir doch schon lange. Und du rettest uns allen den Arsch damit.
Heute Abend hat er kleine Tränchen der Rührung in den Augen und bittet um Vergebung. Ansgar, wir müssen später weiter plaudern. Ich werde erwartet. Zurück aus der Dunkelkammer? Wie war dein Date mit Jean-Claude? Hat mich versetzt. Und selbst? Was macht deine neue Flamme? Ich musste ihr leider den Laufpass geben. Was, echt? Ja. Alice wollte wohl wirklich mehr. Sorry, ich habe das überhaupt nicht kapiert. Du hattest wirklich einen Grund, eifersüchtig zu sein. Ich war nicht eifersüchtig. Ach nein? Nein. Du weißt doch, echte Männer sind nicht eifersüchtig, schon klar. Mhm. Rebecca? Hast du kurz Zeit? Sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Farbton für den Bleistift drauf. Sollen wir lieber den nehmen oder den anderen? Na, den blauen finde ich eigentlich ganz schön. Vielleicht könnte man eher den unteren Teil in den dunkleren Blau und dann oben das Blümchen erreichen. Ja, genau, das Blümchen. Liebe Rebecca, sorry, wenn ich dich vorhin überrumpelt habe, aber ich werde nie vergessen, wie viel Spaß wir heute im Fundus hatten. Alice. Was ist eigentlich los mit dir? Wann deutest du an, dass du dich von Frank scheiden lassen willst? Jetzt schmeißt du es für Prisou hin? Alles nur, weil die beiden sich geküsst haben. Ach, darum geht es doch nicht. Nicht? Nein, es geht um den Verrat im Denken. Die beiden haben sich nur geküsst, aber was haben sie sich ausgemalt? Wovon haben sie geträumt? Aber zählt im Endeffekt nicht nur das, was wirklich passiert ist? Ach, Olli, wenn es so einfach wäre. Frank war nicht mit Elisabeth im Bett. Weil dazu fühlte er sich dann doch zu verheiratet. Soll ich dafür jetzt noch dankbar sein, dass mein Mann das Opfer gebracht hat, nicht mit meiner besten Freundin zu schlafen? Und ich habe die ganze Zeit gemerkt, dass Frank sich von mir entfernt. Als ich mir das erste Mal so etwas wie Eifersucht erlaubt habe, weil ich gemerkt habe, dass sie ihm immer wichtiger wurde, habe ich mich sogar geschämt. Ja, Sie haben richtig verstanden. Ich möchte all meine Konten und die Festgeldbeteiligungen auflösen. Wann können Sie mir das Geld überweisen? Ja, wunderbar, in Ordnung. Dankeschön, wiederhören. Gräfin, Sie haben nach mir gerufen. Ja, Justus, das ist gut, dass Sie da sind. Ich möchte, dass Sie mich zur Bank begleiten. Ich möchte mein Tresorfach räumen. Ach, und machen Sie bitte gleich einen Termin beim Auktionshaus Dankesreiter. Auktionshaus Dankesreiter? Verzeihung, ich verstehe nicht ganz. Ich will Schmuck verkaufen. Mit Verlaub. Auch den kostbaren Lahnsteinschen Familienschmuck? Dann bringt er wenigstens einen guten Preis ein. Keine Sorge, Justus. Ein paar Stücke, die Ludwig mir geschenkt hat, werde ich behalten. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie schlimm es um die Finanzen der Familie steht. Nein, diesmal geht es nicht um die Familie. Es geht um eine Freundschaft. Und glauben Sie mir, ich würde alles dafür tun, um diese Freundschaft zu retten. Aber dafür ist es leider zu spät. Meinst du nicht, dass du Elisabeth noch eine Chance geben kannst, wenn ein bisschen Gras über alles gewachsen ist? Dafür fühlt sich der Verrat zu groß an. Ach, Olli, denk doch mal, wir kennen uns seit Ewigkeiten. Wir haben so viel miteinander durchgestanden, wir konnten über alles reden und jetzt ist... Alles im Arsch. Ich kann nicht so tun, als wenn nichts passiert wäre. Sie soll mich ausbezahlen. Je eher sich unsere Wege trennen, desto besser. Okay, du hast einen absolut tollen Körper. Jeder will ihn haben, Männer wie Frauen. Also, ruhig ein bisschen sexy. Arm, genau. Hier so ein bisschen so. Ja, ruhig sexy. Besser so? Für dich bestimmt. Ja. Gut, dann blick zu mir, ja? So. Alles klar, Tamara. Das war's für heute, ja? So, bist du dir sicher? Die Fotos wirken ein bisschen verkrampft. Lottie Rothfeld gibt uns 4 Doppelseiten für LCL Green. Da sollten die Fotos schon einschlagen wie eine Bombe. Ich gehe da am PC noch mal drüber. Ich frage mich eh, warum du nicht Alice für die ganze Fotostrecke genommen hast. Was verstehst du daran nicht? Vielleicht sollten wir sie doch noch mal holen. Und du bist sicher, dass wir deine Alice nur wegen den Fotos zurückholen, ne? Fängst du jetzt schon wieder damit an?
Wir waren uns doch einig, dass sie einen super Ausdruck hat und dass sie ganz toll die Kollektion präsentiert. Ja, dann hol sie doch her. Dann könnt ihr doch direkt wieder Spaß im Fundus haben, hä? Sag mal, merkst du eigentlich, wie drüber du bist mit deiner Eifersucht? Ich bin nicht eifersüchtig. Natürlich nicht. Darum kommst du auch auf diese bescheuerte Idee, dass Alice und ich im Kleiderfundus rumgemacht hätten. Ich geh jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Liebe Rebecca, sorry, wenn ich dich vorhin überrumpelt habe, aber ich werde nie vergessen, wie viel Spaß wir heute im Fundus hatten, Alice. So, dann wollen wir beide uns mal entspannen. Im Hafen wartet eine Yacht auf uns. Ich habe sie die ganze Nacht geschartet. Prösterchen. Das klingt sehr verlockend, Herr Bosch. Was ist mit der Konventionalstrafe? Wenn am Morgen die Sonne über dem Rhein aufgeht, ist die Konventionalstrafe vergessen. Das verspreche ich eben. Sagen Sie, hätten Sie nicht gerne eine eigene Yacht? Hm. Chartern, das klingt irgendwie so armselig. Die Yacht, die mir vorschwebt, dazu fehlt mir das nötige Kleingeld. Das ließe sich ja ändern. Ja, was wollen Sie mir denn anbieten? Eine entscheidende Rolle bei LCL. Das hat gerade eben schon Gräfin Elisabeth versucht, aber Cypressus interessiert mich nicht, keine Chance. Ich rede auch nicht von den Krümeln, ich rede vom ganzen Kuchen. Aha. Sie wollen mir LCL anbieten? Ah, danke schön, junger Mann, danke schön. Ihnen scheint das Wasser ja bis zum Hals zu stehen. Dankeschön. Also, was sagen Sie? Ich nehme an, Sie wollen Geschäftsführerin bleiben? Ich würde Ihnen zur Verfügung stehen, ja. Mhm. Wenn ich das gerne selber machen möchte. Mhm. Dann wäre das natürlich Ihre Entscheidung. Wo ist der Haken? Sagen Sie die Yacht ab. Warum sollte ich das tun? Es gibt Frauen, die finden sowas richtig romantisch. Ein eifersüchtiger Mann ist doch der Liebesbeweis. Also auf die Art und Weise kann ich echt drauf verzichten. Und ein Freund, der mein Handy kontrolliert, auch. Ich kann ja nur eine Sekunde glauben, dass ich ihn mit dieser Alice betrüge. Naja, sie ist ganz schön angegangen. Was meinst du? Die Nummer mit dem verrutschten Träger. Ach, du glaubst, das war Absicht? Ja, natürlich war es Absicht. Ich stand direkt daneben. Sowas lernen die Mädels heute schon in der Grundschule. Jetzt sag nicht, du hast es nicht mitbekommen. Ich bin mit meinem Kopf gerade ganz woanders. Und selbst wenn diese Alice mich angemacht hat, ich meine, zum Flirten gehören immer zwei und ich habe nichts gemacht. Und warum glaubt Tim dann, dass ihr beide euch im Fundus vergnügt habt? Ja, weil er eifersüchtig ist. Aber er behauptet ja felsenfest, dass das nicht stimmt. Was hat er noch mal zu mir gesagt? Die Frau, die mich betrügt, müsste schon ganz schön bescheuert sein. Das hat er gesagt. Wieso könnt ihr Männer nicht einfach zugeben, wenn ihr eifersüchtig seid? Liegt in unseren Genen. Ja, ich weiß schon. Jäger und Sammler und so, das hat er mir auch schon alles erzählt. Ach, ihr seid einfach eine Sackgasse der Evolution. Und wie mache ich Tim jetzt klar, dass er sein Testosteron wieder runterfahren kann? Weißt du was? Tu einfach so, als ob an der Sache wirklich was dran wäre. Und dann wird er wahrscheinlich irgendwas Bescheuertes machen und merken, wie albern das Ganze ist. Im Ernst? Es ist noch so eine Sache der Evolution. Männer rennen so lange gegen den Baum, bis sie merken, dass es weh tut. Und erst
dann fangen Sie an, darüber nachzudenken, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Diese dicke Krankenschwester hat mich doch tatsächlich aus Bellas Zimmer gescheucht, nur um ihre Kissen aufzuschütteln. Diese dicke Krankenschwester heißt Olga und eigentlich ist die ganz nett. Also ich kann sie nicht leiden. Ja, Charlie gegen den Rest der Welt. Ich mach dir erstmal einen Shampoo, dann kriegst du gute Laune. Ja. Ich hatte gehofft, dich hier zu finden. Tut mir leid, das ist nicht alles, aber der größte Anteil, den du in die Firma gesteckt hast, der ist hier drin. Du kannst den Scheck ab morgen einlösen. Aber mit dem Verkauf der Firma, das hat doch nicht funktioniert. Wie hast du denn auf einmal so viel Geld zusammenbekommen? Das ist doch jetzt egal. Wir sparen uns die Suche nach einem neuen Käufer und du kannst dich jetzt voll und ganz auf Bella konzentrieren. Danke. Ja, Geschäfte besiegelt man ja eigentlich mit einem Drink. Gute Idee. Auch ein Glas Shampoos? Nein, ich brauche etwas Stärkeres. Ein Whisky vielleicht. Auch ein Charlie. Hi. Ach, hey. Wegen vorhin, also ich... Wegen Alice. Wenn du sie dabei haben möchtest, dann ist es natürlich kein Problem. Ich weiß. Ich hab's mir anders überlegt. Dann hast du sie nicht angerufen? Doch, doch, hab ich. Könntest du da hinten vielleicht noch zumachen? Hast du heute noch was vor? Ich meine, das sieht toll aus, aber... Was genau hast du vor? Ich bin noch mit jemand verabredet. Wir sehen uns dann morgen, ne? Tschüss. Mit wem denn? Zwei ihre Models oben drauflegen. Herr Mosch, ich bin die Geschäftsführerin eines erstklassigen Modeunternehmens, keine Puffmutter. Wäre auch zu schön gewesen. Also, nehmen Sie mein Angebot an. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Sie freiwillig auf LCL verzichten wollen. Es gibt Dinge, die sind wichtiger als die Firma. Ja, was sagen denn die anderen Landstände dazu? Sie können doch nicht allein darüber entscheiden, ob Sie LCL hergeben oder nicht, hm? Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn die erfahren, dass Sie damit sowohl mich als auch die Konventionalstrafe los sind, dann legen die sogar noch eine Abschiedsparty oben drauf, glauben Sie mir. Also? Wie schade. Ich dachte, mit uns beiden, das könnte mehr werden als nur eine Nacht. Indem Sie mich erpressen? Andere Frauen wären jetzt schon mit mir zur Yacht unterwegs. Sie nicht. Sie sind anders. Das macht Sie ja so attraktiv. Herr Mosch, ich schlage Ihnen jetzt mal was vor. Erst das Geschäft. Und dann lernen wir beide uns noch mal ganz von vorne kennen. Oh, das macht sie noch attraktiv. Sind wir uns einig? Ich denke schon. Nehmen Sie Ihre dreckigen Finger da weg. Sebastian, das ist jetzt nicht der richtige... Halt den Was soll das? Dieses Rendezvous ist hiermit beendet. Los. Jetzt muss Mosch andere Leute zur Weißglut treiben. Das ist das einzig Positive an der Sache. Ja, darauf trinke ich. Mit dem Aus für Surprisous geht eine aufregende Zeit zu Ende. Na, das stimmt. Und ich hätte mir keine bessere Partnerin wünschen können. Ich hätte mir eine bessere Freundin gewünscht. Charlie, ich kann immer nur wieder sagen, wie leid mir das alles tut. Ja, mir auch. Was wäre passiert, wenn ich Frank nicht zu dir geschickt hätte, dass er auf dich aufpasst? Wahrscheinlich würden wir dann nicht hier sitzen und auf das Ende unserer Firma und unserer Freundschaft trinken. Bin ich mir gar nicht so sicher. Eigentlich ist Frank doch genau dein Typ. Ist ein bisschen macho, hat einen starken Beschützerinstinkt und man kann sich hundertprozentig auf ihn verlassen. Ja. Mit einem anderen Personenschützer wäre mir das wahrscheinlich gar nicht passiert. Ja, ich habe das genossen, mit deinem Mann zusammen zu sein. Und nicht nur, weil ich mich bei ihm sicher gefühlt habe, sondern auch die Gespräche haben mir gefallen.
Sein Humor, seine ganze Art. Und weißt du, was mir am allermeisten gefallen hat? Nein, sag es mir. Seine uneingeschränkte Liebe zu dir. Charlie, hast du eine Ahnung, wie attraktiv das ist? Ein Mann, der seiner Frau treu ist und der sie bedingungslos liebt? Ja, so treu, dass er ihre beste Freundin küsst. Charlie, ich kann verstehen, dass du mir nicht verzeihen kannst, aber du wärst schön dumm, wenn du die Ehe mit Frank einfach so aufgeben würdest. Leb wohl, Charlie. Sagte, ich kann sie nicht hereinlassen. Hat Ihnen das Rebecca gesagt? Sagen wir mal so, mir wurde keine Erlaubnis erteilt. Dann ist sie also hier. Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Okay, alter Herr. Gut. Das ist absolut unnötig. Ich beziehe ein Gehalt. Nehmen Sie das für die Kaffeekasse, sowas werden Sie ja wohl hier haben. Dann bedanke ich mich im Namen der Dienerschaft. Alles klar, dann raus mit der Sprache. Wo ist sie? Ich habe Ihnen diese Frage bereits beantwortet, wenn ich Sie nun bitten dürfte zu gehen. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Das ist doch Ihre Jacke! Aber ich darf Sie dennoch nicht durchlassen. Die Gräfin besteht darauf, mit Ihrem Besuch nicht gestört zu werden. Ihrem Besuch, ja? Ja. Entschuldigung! Wenn der alte Herr gewollt hätte, hätte er dir den Arm brechen können. Ja, Tschüss. Ah, oh, dein Gesicht ist unbezahlbar. Wo ist Alice? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Willst du mal sehen, wie dumm du aus der Wäsche guckst? Du hast mich reingelegt? Und ich dachte, echte Männer sind nicht eifersüchtig. Ich hatte nie vor, mit Mosch in die Kiste zu steigen. Und deswegen hatte der Typ auch seine Drecksgriffel an dir dran, ja? Irgendwie musste ich ihn ja ködern. Das war ein verdammt beschissener Zeitpunkt, um zu stören. War es nicht genau das, was du wolltest? Dass ich da reingeschwungen komme wie so ein irre gewordener Tarzan, um dich mal wieder vor einem deiner zahllosen Fehler zu bewahren? Dass du einmal an mich glaubst. Wie denn nach allem, was war? Wie oft noch? Emilio war ein Fehler und ich bin bereit, dafür zu bezahlen. Warum sonst hätte ich so einem schmierigen Typen wie Mosch meine Firma angeboten? Wirklich auf LCL verzichtet? Um dich nicht nochmal betrügen zu müssen? Ja. Schwör's. Sind wir jetzt bei den Pfadfindern? Oh Gott. Ich schwöre. Was machen wir jetzt mit Mosch? Na, Danny. Idee war ja gar nicht so schlecht. Der Typ bekommt LCL und wir sind die Konventionalstrafe los. Das heißt, wir könnten mit der Bank noch mal ganz neu anfangen. Gut, dann fange ich ihn jetzt wieder ein. Nein, das mache ich. Sebastian, der Mann steht auf weibliche Reize. Und genau deshalb mache ich das ja jetzt auch. Wir haben doch gesehen, wohin das führt. Oh. Sebastian, ich...
Das heißt, nach hinten losgegangen. Hat sie jetzt mit dir geredet oder nicht? Ja, hat sie. Es hat nur nichts geändert. Sie überlegt, sie scheiden zu lassen. Mann, ist das ein stures Weibstück. Ja, wahrscheinlich hättest du Charlie erstmal mit Blaulicht und einer Flasche Shampoos durch die halbe Stadt fahren sollen. Ja, sowas macht Eindruck bei Frauen. Ja, vielleicht hätte ich einfach mal nicht auf dich hören sollen. Deine Ideen haben noch nie funktioniert. Entschuldige, ich weiß, du hast es nur gut gemeint. Das ist sie. Wieso ruft die mich jetzt an? Ich möchte sicher, dass du wieder nach Hause kommst. Und wenn du rangehst, musst du ihr als erstes... Stopp, Haro. Tu mir einen Gefallen. Keine weiteren Ratschläge mehr, ja? Das ist jetzt vielleicht meine Chance, also bitte. Hallo, Charlie. Charlie, hallo? Bist du da? Ja, ich bin da. Wie geht's dir? Ach, hier in der Wohnung, es ist so. Ein T-Shirt ist liegen geblieben von dir, ich nehme an, bei der Wäsche. Holst du es demnächst mal ab, ja? Ja, klar. Mach ich. Bis dann. Und? Was hast du gesagt? Wahrscheinlich muss ich mir bald eine Wohnung suchen. Frau von Lahnstein? Hallo? Sie? Was wollen Sie denn hier? Mich entschuldigen. Ich habe da vorhin im Schneiders wohl etwas falsch interpretiert. Ja. Bleiben Sie mal lieber da stehen. Ich möchte hier nicht zu Hackfleisch verarbeitet werden. Ich bitte Sie, machen Sie sich nicht lächerlich. Ich bin unbewaffnet. Darüber rede ich nur mit Ihrer Ex-Frau. Sie kann aber leider nicht hier sein. Tja, Pech gehabt, hat wohl nicht zu Hause. Ich hoffe, Sie kriegen das Geld für die Konventionalstrafe zusammen. Was bietet Alexa Berg Ihnen eigentlich für Ihre Zusammenarbeit? 1 Million? Mehr? Mehr als all das hier? Schauen Sie sich ruhig mal um. Das kann alles Ihnen gehören. Und zwar schon morgen. Sie könnten sich Ihr ganz eigenes Imperium aufbauen. Das Angebot gilt allerdings nur hier und jetzt. Wer sagt das? Der Finanzchef der Familie Lahnstein. Also ich. Und? Keine Spielchen. Sie haben ein Wort. Ich werde das jetzt sofort löschen. Zu spät. Ich hab's leider schon gepostet. Was hast du? Das war ein Scherz. Von mir erfährt keiner was. Und Justus hält auch dicht. Ich hab dem Pinguin sogar 150 Euro zugesteckt. Was hast du? Der hat mich ja hier nicht reingelassen. Dann mag er dich wirklich. Mit der Bestechung hast du seine Butler-Ehre verletzt. Es tut mir leid, aber ich muss das einfach so echt wie möglich aussehen lassen. Sonst hättest du immer noch behauptet, eifersüchtig? Ich niemals. Okay, aber ich muss zugeben, diese Alice wollte mich dir wirklich ausspannen. Aber das ist kein Grund, in meinem Handy rumzuschnüffeln. Ich mach sowas normalerweise auch nicht. Meinst du, ich bin krank und ich brauche einen Psychologen oder sowas? Also mein Satz liegt bei 250 Euro die Stunde. Ich habe einfach Schiss, so eine peinliche Nummer noch mal abzuziehen. Meinst du, gibt's irgendwie ein Gegengift? Wie wär's mit Vertrauen?
Vertrau doch einfach drauf, dass ich dich liebe. Vertrauen? Krass. Aber vielleicht sollte ich es mal versuchen. Schön. Das wäre also mein Reich. Ja, ja. Das gefällt mir. Wenn wir uns einigen, kann ich die Verträge bis morgen fertig machen. Und die Angestellten, muss ich die alle übernehmen? Keiner verliert hier unseretwegen seinen Job. Und was ist mit Ihrer Ex-Frau? Wie darf ich das verstehen? Sie ist eine hervorragende Geschäftsführerin. Einer muss doch hier den Laden schmeißen. Tanja scheidet mit dem Deal natürlich aus. Mann, 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 Mann. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand und wollen immer noch die Konditionen diktieren. Von ihr war hier nie die Rede. Jetzt schon. Legen Sie sie oben drauf und wir haben einen Deal. Hören Sie, Ihrer Familie steht das Wasser bis zum Hals. Soll es daran jetzt scheitern? Vergessen wir diesen Deal. Da ist die Tür. Ich bin sicher, Ihre Ex-Frau arbeitet lieber unter mir als unter Ihnen. Wenn sie erstmal unter mir liegt, dann wird sie ganz schnell vergessen haben, warum sie sich so lange geziert hat. Und Sie können nichts dagegen tun, weil sonst sind Sie im Arsch. Sie widerliches kleines Arschloch. Bevor ich mit dir gemeinsam einsam bin, versuche ich es lieber wieder allein. Vielleicht könnten wir nach dem Casting zusammen was trinken gehen und du zeigst mir deine Fotos. Hat sie bei dir auch ihr T-Shirt runterrutschen lassen? Wovon redest du? Davon, dass Alice anscheinend auch auf Frauen steht. Du bist wunderschön, mach dich nicht verrückt. Außerdem mag ich Frauen, die wie Frauen aussehen. Die wäre doch am liebsten direkt an die Wäsche gegangen. Und offensichtlich macht dich das auch noch geil, dass sie auf dich steht. Herr Mosch, was denken Sie, dass ich Ihnen Sex anbiete als Gegenleistung? Dann kommen wir nicht ins Geschäft. Ein Mann mehr oder weniger in deinem Bett. Was macht das noch für einen Unterschied? Schlaf mit ihm. Okay, Sebastian. Guter Witz. Könnten wir jetzt vielleicht ernsthaft besprechen, wie wir Mosch erpressen? Tanja, das ist mein voller Ernst. Schlaf mit ihm. Rette die Firma, rette das gottverdammte Schloss. Das ist es doch, was dir so wichtig ist. Jetzt lass den Quatsch. Ja, du hast doch eben so große Reden geschwungen, dass wir jetzt zusammenhalten müssen. Okay, was soll das? Ist es, weil ich mit Emilio im Bett war? Richtig, Emilio. Hatte ich fast schon vergessen. Tut mir leid, bei dir komme ich ab und zu durcheinander. Ist so. Und das hast du auch nur gemacht, weil du die Firma retten wolltest. Halt, deinen Platz in dieser Firma.
unseren Platz. Ich hab's für uns getan. Nein. Das heißt, du wolltest mir einen Gefallen damit tun, dass du mit diesem südamerikanischen Straßenköter ins Bett gestiegen bist? So habe ich's nicht gemeint. Nein, nein, warte. Aber dann könntest du mir jetzt auch einen Gefallen tun, indem du mit Mosch ins Bett steigst. Eddie, ehrlich gesagt, mehr davon. Meinst du das ernst? An deiner Seite stumpft man irgendwann ab. Ist doch sonst nicht so zimperlich. Sag mal, könnte es sein, dass du schon ein bisschen zu viel Intus hast? Jetzt lenk doch nicht ab! Du stehst doch auf diese Alice. Was hast du gesagt? Sie hat so unglaubliche Augen. Und so tief. Was hast du denn bitte schon gesagt? Du würdest sie nicht von der Bettkante stoßen. Ja, das habe ich doch nur gesagt, weil ich... Was ist denn daran jetzt lustig? Fast hättest du es geschafft. Was? Du wolltest mich eifersüchtig machen. Weil ich gesagt habe, echte Männer werden nicht eifersüchtig. Du wolltest mir eine Lektion erteilen. Ja, die hättest du wahrscheinlich auch verdient. Ich habe ganz andere Sachen zu tun. Ihr Frauen macht doch sowas ständig, um eure Männer bei der Stange zu halten. Ah, und seit wann muss ich irgendwelche Tricks anwenden, um dich bei Stange zu halten? Eben. Also was soll das Theater? Ich muss jetzt auch los. Aber trotzdem sehr süß, dass du es probiert hast. Bis später. Ihr gerade Stress? Ich habe keine Ahnung. Wie lange brauchen wir denn für die Visite? Ich nehme an, dein Gespräch mit Frank ist nicht so gut gelaufen. Du hast gewusst, dass er mich unter falschem Vorwand ins Präsidium gelockt hat, ja? Ja. So hätte er sich schenken können. Charlie, ich weiß, dass er Elisabeth geküsst und dich belogen hat. Aber er versucht alles, das wieder gut zu machen. Er liebt dich wirklich. Ich liebe ihn doch auch, aber das löst nicht das Problem. Oh. Elisabeth will jetzt nicht mit ihr sprechen. Irgendwann musst du wieder mit ihr sprechen. Aber nicht jetzt. Meine Tochter liegt im Koma. Ich bin demnächst pleite und meine Ehe ist am Ende. Langsam machst du mir wirklich Angst. Hallo? Elisabeth, hallo. Ja, wir sind im Krankenhaus. Nein, leider alles noch beim Alten. Entschuldigung, wie lange dauert die Visite denn noch? Tut mir leid, keine Ahnung. Ja, Charlie ist bei mir. Danke. Aha. Ja klar, richte ich hier aus. Ciao. Es geht um Sir Prisou. Elisabeth hat eine Lösung gefunden, wie du doch nicht dein ganzes Vermögen verlierst. Ich brauch doch keine Almosen von Elisabeth. Es gibt keinen Grund, sich mit ihr zu treffen. Charlie, du könntest alles verlieren, sogar das Schneiders. Hör dir wenigstens an, was sie dir zu sagen hat. Fällt es dir so schwer, deine Ex an Mosch auszuleihen? Und dir? Meine Beziehung zu Tanja war immer eher geschäftlicher Natur. Unsere Ehen eher ein unangenehmer Begleitumstand. Für wen jetzt genau? Ach, komm schon. Das ist schon so ein bisschen Beischlaf, um all das hier zu retten. Nichts. Jeder sollte das tun, was er am besten kann. Und wo Tanjas Qualitäten liegen, das wissen wir beide ja. Und wenn sie jetzt damit auch noch die Familie retten kann, dann bin ich doch der Letzte, der da was dagegen hat. Ich habe immer schon eine Schwäche für sie gehabt. Aber ich wusste nicht, dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Herr Mosch, was denken Sie, dass ich Ihnen Sex anbiete als Gegenleistung? Dann kommen wir nicht ins Geschäft.
Wenn Mosch auf die Konventionalstrafe pocht, dann war's das für uns. Da muss man Zugeständnisse machen. Wie schön, dass du Rückgrat zeigst. Du hast wirklich gar kein Problem damit, dass eine Frau mit einem anderen ins Bett geht? Ist eine Sache der Gewohnheit. Ja. Wie man's nimmt. Hallo, Herr Mosch. Tanja von Lahnstein hier. Was ein Zufall. Ich habe gerade an Sie gedacht. Wie sieht es aus? Warum besprechen wir nicht alles weitere im Schneidersinn? 2 Stunden? Von mir aus gibt es zwar nichts zu besprechen, aber wenn Sie darauf bestehen, lassen Sie uns vorweg ein paar Austern knacken, bevor ich mich an Ihre harte Schale mache. Bis nachher. Ich freue mich. Du hast also einen Weg gefunden, mir mein Geld zurückzuzahlen? Zuerst einmal, wie geht es deiner Tochter? Unverändert. Sie liegt immer noch im Koma. Möchtest du dich nicht setzen? Erinnerst du dich noch, wie wir damals beschlossen haben, uns mit Surprisou selbstständig zu machen? Ja, wir wollten es der ganzen Welt noch mal zeigen. Stattdessen hast du was mit meinem Mann angefangen und mein Geld verzockt. Charlie, bitte, ich habe nichts mit deinem Mann angefangen. Ich möchte mit dir darüber nicht noch einmal sprechen. Ich bin nur gekommen wegen meines Geldes und dann bin ich auch wieder weg. Ja, in Ordnung. Ja, ich habe einen Weg gefunden, dir deinen Anteil auszuzahlen. Ich werde das interessiert mich nicht, wie du das machst. Es wäre mir nur wirklich wichtig, wenn ich es zurückbekommen kann. Wie du willst. Gräfin Lahnstein, grüß. Herr Mosch, was soll das? Was verschafft mir die Ehre, dass Sie mich so kurzfristig herbestellen? Ich bin heute ein wenig in Eile. Ich habe noch eine ganz, ganz spannende Verabredung. Ja, Herr Mosch, schön, dass Sie trotzdem Zeit gefunden haben. Bitte nehmen Sie doch Platz. Es geht um Surprisou. Gut, ich meine, zu diesem Thema ist alles gesagt. Wenn Sie die Diamantenkollektion nicht liefern können, dann müssen Sie zahlen, nicht? Elisabeth, was wolltest du sagen? Ja, abgesehen von den aktuellen Schwierigkeiten bei der neuen Kollektion, hat sich die Firma doch als gut etablierte Marke entwickelt, nicht wahr? Ja, die Kundschaft ist sehr interessiert. Leider sehen Frau Schneider und ich uns nicht mehr in der Lage, die Firma gemeinsam zu führen. Darum biete ich sie Ihnen zum Kauf an. Seid ihr schon fertig mit den Extraaufnahmen? Ja, leider. Es war echt toll, für LCL zu arbeiten. Aber ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Ich kann dir leider noch nichts versprechen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, nein, du warst super. Es ist nur so, unsere Planung ist noch sehr offen und ich kann dir einfach noch keinen neuen Termin anbieten. Ach so, ja, kein Problem. Aber wir bleiben ja eh in Kontakt. Soll ich dir helfen? Ja. Hat sich was verhackt. Lass doch nicht stören, Mädels. Wobei denn? Na, was auch immer. Wir sind ja hier ganz locker. Ach so, ich habe später noch ein Date mit Jean-Claude in der Dunkelkammer. Vielleicht habt ihr ja Lust, dazuzukommen. Alles klar mit Tim? Aus irgendeinem Grund bildet er sich ein, ich will ihn mit dir eifersüchtig machen. Mir? Echt? Ja, aber er ist ja angeblich gar nicht eifersüchtig. Tut mir echt leid, dass ihr meinetwegen Stress habt. Ja, wir haben immer Stress, gehört bei uns irgendwie dazu. Männer können so anstrengend sein. Da sagst du was. Dankeschön. Bitteschön. Oh. Stolzer Preis. Für eine gut aufgestellte Firma. Noch.
noch, meine Damen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Sie vor knapp einem Jahr vor mir standen. Mit zwei Flaschen Rotwein unter dem Arm, voller Enthusiasmus. Haben Sie mich überredet, Ihre erste eigene Kollektion in den Markt zu bringen? Tja, wir alle wissen, Sie sind Sir Brissou. Sie sind die Marke. Also, warum sollte ich den Laden übernehmen, wenn Sie nicht mehr an Bord sind? Bitte klären Sie Ihre Streitigkeiten, egal was es ist. Es wäre schade um die Marke. So, meine Damen, einen schönen Tag noch. Ich muss zu meiner Verabredung. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel wert sind. Auf dem Papier, Charlie. Mosch hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Unsere Freundschaft ist der wahre Wert der Firma. Unsere Freundschaft, die war nie etwas wert. Das weiß ich jetzt. Charlie, bitte lass uns noch mal reden. Wir werden einen anderen Käufer finden. Es gibt bestimmt noch mehr Interessenten. Und dann ist Sir Brissou Geschichte. Genau wie unsere Freundschaft. Ich dachte, du bist schon längst weg. Ich wollte noch was mit dir besprechen. Mir ist für nächsten Monat ein Job weggebrochen. Und ich überlege halt schon die ganze Zeit, was ich mit den freien Wochen anstellen soll. Und als wir letztens so über New York gesprochen haben, da habe ich echt Lust bekommen, da wieder hinzufliegen. Das klingt doch super. Vielleicht magst du ja mitkommen. Das ist wirklich sehr nett, dass du fragst, aber ich glaube, das wird nichts. Machst du nie Urlaub? Ja, leider viel zu wenig. Und nächsten Monat, das wird nicht klappen. Klar, war ja auch nur so eine Idee. Aber wir sehen uns auf jeden Fall zur New York-Ausstellung. Du hast ja meine Nummer. Ja, klar. Ich freue mich. Ich mich auch. Ich dachte, du willst das auch. Ich glaube wirklich, du hast da was missverstanden. Schade. So viel zu deinen Versprechungen. Ich dachte, es ist dir egal. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Du willst mich wirklich zum Mosch gehen lassen? Du hast keine Ahnung, was ich vorhab, Sebastian. Erspar mir die Details. Jetzt mal nicht schwach werden. Dass dein Ex ein Trottel ist, wissen wir doch schon lange. Und du rettest uns allen den Arsch damit. Heute Abend hatte kleine Tränchen der Rührung in den Augen und bittet um Vergebung. Ansgar, wir müssen später weiter plaudern. Ich werde erwartet. Zurück aus der Dunkelkammer? Wie war dein Date mit Jean-Claude? Hat mich versetzt. Und selbst? Was macht deine neue Flamme? Ich musste ihr leider den Laufpass geben. Was, echt? Ja. Alice wollte wohl wirklich mehr. Sorry, ich habe das überhaupt nicht kapiert. Du hattest wirklich einen Grund, eifersüchtig zu sein. Ich war nicht eifersüchtig. Ach nein? Nein, du weißt doch, echte Männer sind nicht eifersüchtig, schon klar. Mhm. Rebecca? Hast du kurz Zeit? Sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Farbton für den Bleistiftdruck, sollen wir lieber den nehmen oder den anderen? Na, den blauen finde ich eigentlich ganz schön.
Vielleicht könnte man eher den unteren Teil in den dunkleren Blau und dann oben das Lila wäre. Ja, genau, das Blümchen. Liebe Rebecca, sorry, wenn ich dich vorhin überrumpelt habe, aber ich werde nie vergessen, wie viel Spaß wir heute im Fundus hatten. Alice. Charlie, was ist eigentlich los mit dir? Wann deutest du an, dass du dich von Frank scheiden lassen willst? Jetzt schmeißt du es für Prisou hin? Alles nur, weil die beiden sich geküsst haben. Ach, darum geht es doch nicht. Nicht? Nein, es geht um den Verrat im Denken. Die beiden haben sich nur geküsst, aber was haben sie sich ausgemalt? Wovon haben sie geträumt? Aber zählt im Endeffekt nicht nur das, was wirklich passiert ist? Ach, Olli, wenn es so einfach wäre. Frank war nicht mit Elisabeth im Bett. Weil dazu fühlte er sich dann doch zu verheiratet. Aber soll ich dafür jetzt noch dankbar sein? Dass mein Mann das Opfer gebracht hat, nicht mit meiner besten Freundin zu schlafen? Und ich habe die ganze Zeit gemerkt, dass Frank sich von mir entfernt. Als ich mir das erste Mal so etwas wie Eifersucht erlaubt habe, weil ich gemerkt habe, dass sie ihm immer wichtiger wurde, habe ich mich sogar geschämt. Ja, Sie haben richtig verstanden. Ich möchte all meine Konten und die Festgeldbeteiligungen auflösen. Wann können Sie mir das Geld überweisen? Ja, wunderbar, in Ordnung. Dankeschön, wiederhören. Gräfin, Sie haben nach mir gerufen. Ja, Justus, das ist gut, dass Sie da sind. Ich möchte, dass Sie mich zur Bank begleiten. Ich möchte mein Tresorfach räumen. Ach, und machen Sie bitte gleich einen Termin beim Auktionshaus Dankesreiter. Auktionshaus Dankesreiter? Verzeihung, ich verstehe nicht ganz. Ich will Schmuck verkaufen. Mit Verlaub. Auch den kostbaren Landsteinschen Familienschmuck? Dann bringt er wenigstens einen guten Preis ein. Keine Sorge, Justus. Ein paar Stücke, die Ludwig mir geschenkt hat, werde ich behalten. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie schlimm es um die Finanzen der Familie steht. Nein, diesmal geht es nicht um die Familie. Es geht um eine Freundschaft. Und glauben Sie mir, ich würde alles dafür tun, um diese Freundschaft zu retten. Aber dafür ist es leider zu spät. Meinst du nicht, dass du Elisabeth noch eine Chance geben kannst? Wenn ein bisschen Gras über alles gewachsen ist. Dafür fühlt sich der Verrat zu groß an. Ach, Olli, denk doch mal, wir kennen uns seit Ewigkeiten. Wir haben so viel miteinander durchgestanden. Wir konnten über alles reden und jetzt ist... Alles im Arsch. Ich kann nicht so tun, als wenn nichts passiert wäre. Sie soll mich ausbezahlen. Je eher sich unsere Wege trennen, desto besser. Okay, du hast einen absolut tollen Körper. Jeder will ihn haben, Männer wie Frauen. Also, ruhig ein bisschen sexy. Arm, genau. Ja, so ein bisschen so. Ja, ruhig sexy. Besser so? Für dich bestimmt. Ja. Gut, dann blick zu mir, ja? So. Alles klar, Tamara. Das war's für heute, ja? So, bist du dir sicher? Die Fotos wirken ein bisschen verkrampft. Lotti Rothfeld gibt uns 4 Doppelseiten für LCL Green. Da sollten die Fotos schon einschlagen wie eine Bombe. Ich gehe da am PC noch mal drüber. Ich frage mich eh, warum du nicht Alice für die ganze Fotostrecke genommen hast. Was verstehst du daran nicht? Vielleicht sollten wir sie doch noch mal holen. Und du bist dir sicher, dass wir deine Alice nur wegen den Fotos zurückholen, ne? Fängst du jetzt schon wieder damit an? Wir waren uns doch einig, dass sie einen super Ausdruck hat und dass sie ganz toll die Kollektion präsentiert. Ja, dann hol sie doch her. Dann könnt ihr doch direkt wieder Spaß im Fundus haben, hä? Sag mal, merkst du eigentlich, wie drüber du bist mit deiner Eifersucht? Ich bin nicht eifersüchtig. Natürlich nicht. Darum kommst du auch auf diese bescheuerte Idee, dass Alice und ich im Kleiderfundus rumgemacht hätten. Ich geh jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Liebe Rebecca, sorry, wenn ich dich vorhin überrumpelt habe, aber ich werde nie vergessen, wie viel Spaß wir heute im Fundus hatten, Alice. So, dann wollen wir beide uns mal entspannen. Im Hafen wartet eine Yacht auf uns. Ich habe sie die ganze Nacht geschartet. Prösterchen. Das klingt sehr verlockend, Herr Mosch. Was ist mit der Konventionalstrafe? Wenn am Morgen die Sonne über dem Rhein aufgeht, ist die Konventionalstrafe vergessen. Das verspreche ich eben. Sagen Sie, hätten Sie nicht gerne eine eigene Yacht? Chartern, das klingt irgendwie so armselig.
die Yacht, die mir vorschwebt. Dazu fehlt mir das nötige Kleingeld. Das ließe sich ja ändern. Ja, was wollen Sie mir denn anbieten? Eine entscheidende Rolle bei LCL. Das hat gerade eben schon Gräfin Elisabeth versucht, aber Cypressus interessiert mich nicht. Keine Chance. Ich rede auch nicht von den Krümeln, ich rede vom ganzen Kuchen. Aha. Sie wollen mir LCL anbieten? Ah, danke schön, junger Mann, danke schön. Ihnen scheint das Wasser ja bis zum Hals zu stehen. Danke schön. Also, was sagen Sie? Ich nehme an, Sie wollen Geschäftsführerin bleiben? Ich würde Ihnen zur Verfügung stehen, ja. Mhm. Wenn ich das gerne selber machen möchte. Dann wäre das natürlich Ihre Entscheidung. Wo ist der Haken? Sagen Sie die Yacht ab. Warum sollte ich das tun? Es gibt Frauen, die finden sowas richtig romantisch. Ein eifersüchtiger Mann ist doch der Liebesbeweis. Also auf die Art und Weise kann ich echt drauf verzichten. Und ein Freund, der mein Handy kontrolliert, auch. Ich kann ja nur eine Sekunde glauben, dass ich ihn mit dieser Alice betrüge. Naja, sie ist dann schon angegangen. Was meinst du? Die Nummer mit dem verrutschten Träger. Ach, du glaubst, das war Absicht? Ja, natürlich war es Absicht. Ich stand direkt daneben. Sowas lernen die Mädels heute schon in der Grundschule. Jetzt sag nicht, du hast es nicht mitbekommen. Ich bin mit meinem Kopf gerade ganz woanders. Und selbst wenn diese Alice mich angemacht hat, ich meine, zum Flirten gehören immer zwei und ich habe nichts gemacht. Und warum glaubt Tim dann, dass ihr beide euch im Fundus vergnügt habt? Ja, weil er eifersüchtig ist. Aber er behauptet ja felsenfest, dass das nicht stimmt. Was hat er noch mal zu mir gesagt? Die Frau, die mich betrügt, müsste schon ganz schön bescheuert sein. Das hat er gesagt. Wieso könnt ihr Männer nicht einfach zugeben, wenn ihr eifersüchtig seid? Liegt in unseren Genen. Ja, ich weiß schon. Jäger und Sammler und so, das hat er mir auch schon alles erzählt. Ach, ihr seid einfach eine Sackgasse der Evolution. Und wie mache ich Tim jetzt klar, dass er sein Testosteron wieder runterfahren kann? Weißt du was? Tu einfach so, als ob an der Sache wirklich was dran wäre. Und dann wird er wahrscheinlich irgendwas Bescheuertes machen und merken, wie albern das Ganze ist. Im Ernst? Es ist noch so eine Sache der Evolution. Männer rennen so lange gegen den Baum, bis sie merken, dass es weh tut. Und erst dann fangen sie an, darüber nachzudenken, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt. Diese dicke Krankenschwester hat mich doch tatsächlich aus Bellas Zimmer gescheucht, nur um ihre Kissen aufzuschütteln. Diese dicke Krankenschwester heißt Olga und eigentlich ist die ganz nett. Also ich kann sie nicht leiden. Ja, Charlie gegen den Rest der Welt. Ich mach dir erst mal einen Shampoo, dann kriegst du gute Laune. Ja. Ich hatte gehofft, dich hier zu finden. Es tut mir leid, das ist nicht alles, aber der größte Anteil, den du in die Firma gesteckt hast, der ist hier drin. Du kannst den Scheck ab morgen einlösen. Aber mit dem Verkauf der Firma, das hat doch nicht funktioniert. Wie hast du denn auf einmal so viel Geld zusammenbekommen? Das ist doch jetzt egal. Wir sparen uns die Suche nach einem neuen Käufer und du kannst dich jetzt voll und ganz auf Bella konzentrieren. Danke. Ja, Geschäfte besiegelt man ja eigentlich mit einem Drink. Gute Idee. Auch ein Glas Shampoos? Nein, ich brauche etwas Stärkeres.
Ein Whisky vielleicht. Auch ein Charlie. Hi. Ach, hey. Wegen vorhin, also ich... Wegen Alice. Wenn du sie dabei haben möchtest, dann ist es natürlich kein Problem. Ich weiß. Ich hab's mir anders überlegt. Dann hast du sie nicht angerufen? Doch, hab ich. Könntest du da hinten vielleicht noch zumachen? Hast du heute noch was vor? Ich meine, das sieht toll aus, aber... Was genau hast du vor? Ich bin noch mit jemand verabredet. Wir sehen uns dann morgen, ne? Tschüss. Mit wem denn? Bei ihre Models oben drauflegen. Herr Mosch, ich bin die Geschäftsführerin eines erstklassigen Modeunternehmens, keine Puffmutter. Wäre auch zu schön gewesen. Also, nehmen Sie mein Angebot an. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Sie freiwillig auf LCL verzichten wollen. Es gibt Dinge, die sind wichtiger als die Firma. Ja, was sagen denn die anderen Landstände dazu? Sie können doch nicht allein darüber entscheiden, ob Sie LCL hergeben oder nicht. Hm? Machen Sie sich keine Sorgen. Wenn die erfahren, dass Sie damit sowohl mich als auch die Konventionalstrafe los sind, dann legen die sogar noch eine Abschiedsparty oben drauf, glauben Sie mir. Also? Wie schade. Ich dachte, mit uns beiden, das könnte mehr werden als nur eine Nacht. Indem Sie mich erpressen? Andere Frauen wären jetzt schon mit mir zur Yacht unterwegs. Sie nicht. Sie sind anders. Das macht Sie auch so attraktiv. Herr Mosch, ich schlage Ihnen jetzt mal was vor. Erst das Geschäft. Und dann lernen wir beide uns noch mal ganz von vorne kennen. Das macht sie noch attraktiv. Sind wir uns einig? Ich denke schon. Nehmen Sie Ihre dreckigen Finger da weg. Sebastian, das ist jetzt nicht der Halt den. Was soll das? Dieses Rendezvous ist hiermit beendet. Los. Jetzt muss Mosch andere Leute zur Weißglut treiben. Das ist das einzig Positive an der Sache. Ja, darauf trinke ich. Mit dem Aus für Surprisou geht eine aufregende Zeit zu Ende. Na, das stimmt. Und ich hätte mir keine bessere Partnerin wünschen können. Ich hätte mir eine bessere Freundin gewünscht. Charlie, ich kann immer nur wieder sagen, wie leid mir das alles tut. Ja, mir auch. Was wäre passiert, wenn ich Frank nicht zu dir geschickt hätte, dass er auf dich aufpasst? Wahrscheinlich würden wir dann nicht hier sitzen und auf das Ende unserer Firma und unserer Freundschaft trinken. Bin ich mir gar nicht so sicher. Eigentlich ist Frank doch genau dein Typ. Ist ein bisschen macho, hat einen starken Beschützerinstinkt und man kann sich hundertprozentig auf ihn verlassen. Ja. Mit einem anderen Personenschützer wäre mir das wahrscheinlich gar nicht passiert. Ja, ich habe das genossen, mit deinem Mann zusammen zu sein. Und nicht nur, weil ich mich bei ihm sicher gefühlt habe, sondern auch die Gespräche haben mir gefallen. Sein Humor, seine ganze Art. Und weißt du, was mir am allermeisten gefallen hat? Nein, sag es mir. Seine uneingeschränkte Liebe zu dir. Charlie, hast du eine Ahnung, wie attraktiv das ist? Ein Mann, der seiner Frau treu ist und der sie bedingungslos liebt? Ja, so treu, dass er ihre beste Freundin küsst. Charlie, ich kann verstehen, dass du mir nicht verzeihen kannst, aber du wärst schön dumm, wenn du die Ehe mit Frank einfach so aufgeben würdest. Leb wohl, Charlie. Sagte, ich kann sie nicht hereinlassen. Hat Ihnen das Rebecca gesagt? Sagen wir mal so, mir wurde keine Erlaubnis erteilt. Dann ist sie also hier.
Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Okay, alter Herr. Gut. Das ist absolut unnötig. Ich beziehe ein Gehalt. Nehmen Sie das für die Kaffeekasse. Sowas werden Sie ja wohl hier haben. Dann bedanke ich mich im Namen der Dienerschaft. Alles klar. Dann raus mit der Sprache. Wo ist sie? Ich habe Ihnen diese Frage bereits beantwortet, wenn ich Sie nun bitten dürfte, zu gehen. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Das ist doch Ihre Jacke! Aber ich darf Sie dennoch nicht durchlassen. Die Gräfin besteht darauf, mit Ihrem Besuch nicht gestört zu werden. Mit Ihrem Besuch, ja? Ja. Entschuldigung! Wenn der alte Herr gewollt hätte, hätte er dir den Arm brechen können. Ja, mhm. Tschüss. Ah, dein Gesicht ist unbezahlbar. Wo ist Alice? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Willst du mal sehen, wie dumm du aus der Wäsche guckst? Du hast mich reingelegt? Und ich dachte, echte Männer sind nicht eifersüchtig. Ich hatte nie vor, mit Mosch in die Kiste zu steigen. Und deswegen hatte der Typ auch seine Drecksgriffel an dir dran, ja? Irgendwie musste ich ihn ja ködern. Das war ein verdammt beschissener Zeitpunkt, um zu stören. War es nicht genau das, was du wolltest? Dass ich da reingeschwungen komme wie so ein irre gewordener Tarzan, um dich mal wieder vor einem deiner zahllosen Fehler zu bewahren? Ich wollte, dass du einmal an mich glaubst. Wie denn nach allem, was war? Wie oft noch? Emilio war ein Fehler und ich bin bereit, dafür zu bezahlen. Warum sonst hätte ich so einem schmierigen Typen wie Mosch meine Firma angeboten? Wirklich auf LCL verzichtet? Um dich nicht nochmal betrügen zu müssen? Ja. Schwör's. Sind wir jetzt bei den Pfadfindern? Oh Gott. Ich schwöre. Was machen wir jetzt mit Mosch? Na, deine Idee war ja gar nicht so schlecht. Der Typ bekommt LCL und wir sind die Konventionalstrafe los. Das heißt, wir könnten mit der Bank noch mal ganz neu anfangen. Gut, dann fange ich ihn jetzt wieder ein. Nein, das mache ich. Sebastian, der Mann steht auf weibliche Reize. Und genau deshalb mache ich das ja jetzt auch. Wir haben doch gesehen, wohin das führt. Oh. Sebastian, ich... Was heißt nach hinten losgegangen? Hat sie jetzt mit dir geredet oder nicht? Ja, hat sie. Es hat nur nichts geändert. Sie überlegt, sie scheiden zu lassen. Mann, ist das ein stures Weibstück. Ja, wahrscheinlich hättest du Charlie erstmal mit Blaulicht und einer Flasche Shampoos durch die halbe Stadt fahren sollen. Ja, sowas macht Eindruck bei Frauen. Ja, vielleicht hätte ich einfach mal nicht auf dich hören sollen. Deine Ideen haben noch nie funktioniert. Entschuldige, ich weiß, du hast es nur gut gemeint. Das ist sie. Wieso ruft die mich jetzt an? Ich möchte sicher, dass du wieder nach Hause kommst.
Und wenn du rangehst, musst du ihr als erstes... Stopp, Haro. Tu mir einen Gefallen. Keine weiteren Ratschläge mehr, ja? Das ist jetzt vielleicht meine Chance, also bitte. Hallo, Charlie. Charlie, hallo? Bist du da? Ja, ich bin da. Wie geht's dir? Ach, hier in der Wohnung, es ist so. Ein T-Shirt ist liegen geblieben von dir, ich nehme an, bei der Wäsche. Holst du es demnächst mal ab, ja? Ja, klar. Mach ich. Bis dann. Und? Was hast du gesagt? Wahrscheinlich muss ich mir bald eine Wohnung suchen.